Willkommen zurück aus der Werbung, liebe Freunde. Weiterhin an unserer Seite EcoFresh Exodus Baby. 2014 wird das Jahr von EcoFresh. Es war einige Enttäuschungen, die ich heute erleben musste. Ja, ich habe gesehen, Eco, deine Entourage ist nicht so riesig. Du bist eher so ein bescheidener Typ geworden, habe ich das Gefühl. So, der Eco vor 10 Jahren, der hätte aber mal hier. Ja, der hätte mehr weggeballert. Aber wir müssen ein bisschen realistisch denken und wir versuchen alle an einem Strang zu ziehen. Der Tourmanager ist gleichzeitig der DJ. Meine Freundin ist gleichzeitig hier am Merch beschäftigt. Also wir sind ein Familienbetrieb. Ja? Und was soll ich dir sagen? Muss gut sein, muss sparsam sein. Ich merke, ganz ehrlich, Ekos, du bist echt erwachsen geworden, so von deiner Art und Weise her. Wechselst du irgendwann auch das Genre und machst klassische Musik oder was? Vielleicht. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist ein guter Tipp. Ich weiß es nicht. Das Genre werde ich nicht wechseln. Ich werde auch nicht die Richtung wechseln. Diese Frage habe ich schon öfter gehört. Wirst du jetzt weiter Oldschool machen? Ich werde weiter Oldschool machen, weil ich habe das Gefühl, das ist das, was mir Spaß macht. Also die Beats werden immer Oldschool bleiben. Klar, die Themen werden sich immer ändern, weil man muss ja immer was Neues bringen. Ja, also so viel zum Thema Musikwechsel. Aber klassische Musik, mal sehen. Ich würde mal gerne Gitarre, würde ich mal gerne spielen. Aber es schaffe ich irgendwie nie, mir das anzueignen, weil es dann natürlich auch sehr zeitaufwendig ist. Aber ich würde es gerne mal spielen, dann würde ich auch auf der Bühne ein bisschen Gitarre spielen. Zeit hättest du ja, Gitarre zu lernen, oder? Ich meine, so nebenbei, so ein Backstage entspannt, so Blinker, Blinker. Könnte ich mal probieren. Ich habe eine Gitarre, verdammt, hätte ich das gewusst, hätte ich sie mitgebracht. Ich kann auch nicht so gut Gitarre spielen. Ja, ich habe es vor 20 Jahren mal angefangen, kann 3 Akkorde. Aber bei Dieter Bohlen reichen auch 3 Akkorde für ein ganzes Leben und Millionen Umsätze. Kriegst du Somewhere Over the Rainbow hin? Du hast ja Wünsche gleich. Wieso, kannst du das schon? Nein. Ach so. Ich habe jetzt mein erstes Lied, was mir einfiel, mit Gitarre. Das wäre das, was du spielen würdest, meinst du? Ja, warum nicht? Ist doch ein schönes Lied. Aber dann brauchst du keine Gitarre, dann brauche ich eine Ukulele. Ja, die ist doch auch cool, diese kleinen, ne? Das ist doch schon mal ein Anfang. Ja, also wir werden demnächst, wenn Eco wieder nach Hamburg kommt, zusammen Ukulelenunterricht nehmen. Vielleicht werden wir damit was bewegen, man weiß es ja nicht. Eco, wie war denn eigentlich das letzte Jahr, wenn du mal zurückblickst, so persönlich, aber nicht musikalisch? Was war so das schönste persönliche Highlight 2013? Persönlich, etwas zur Ruhe gekommen zu sein, hat mir einen Vorteil verschafft. Ich bin umgezogen in eine etwas ruhigere Wohngegend, wo das nicht so viele interessiert, dass ich dort wohne. Ich wohne viel geräumiger in einer zweistöckigen Maisonette-Wohnung. Ich wohne nah an der Natur. Habt ihr gehört, ne? Nebenbei mal so, er hat es ganz kurz erwähnt, Maisonette-Wohnung, liebe Freunde. Genau, nah der Natur. Das sind dann so kleine persönliche Erfolge, die ich einheimse. Merkt ihr, wie bescheiden er ist? Ja, zweistöckige Maisonette. Also anstatt zu sagen Eigentumshaus auf 1000 Hektar, das wollte er eigentlich nur sagen. Haus kommt noch. Haus ist meine nächste Stufe, aber wie gesagt, irgendwann passiert. Ich versuche immer positiv zu denken. Gold, wie gesagt, wäre mein nächstes Ziel. Vielleicht noch 2, 3 Alben und dann können wir es auch schaffen. Dann könntest du sagen, okay, das war's? Nee, aber dann könnte ich sagen, ey, okay, du hast jetzt Gold. Ach so, da kommt das Haus. Genau, da kommt das Haus und dann kannst du sagen, okay, jetzt hast du das, was du wolltest. Vielleicht jetzt auf zu neuen Ufern, vielleicht irgendwelche anderen Sachen probieren. Schauspielerei interessiert mich immer sehr. Würde ich sehr gerne machen, Der Bushido hat ja auch Filme gemacht. Eigentlich ist das ja, kannst du ja machen. Ich meine, wenn du im Musikbusiness bist, hast du genug Umfelder, kennst ja auch genug Leute. Hast du noch kein Angebot bekommen hier? Kinofilm oder Fernsehfilm oder wie auch immer? Doch, schon früher, als ich etwas jünger war, hatte ich schon einige Angebote. Ich sollte damals die Hauptrolle bei Kebab Connection spielen. Damals war ich aber noch ein bisschen anders drauf. Ich habe das so ein bisschen so, als ob die jetzt mich brauchen irgendwie so. Ich habe das alles sehr, also ich habe das nicht so ernst genommen, ja. Ich war damals noch so klein und heute würde ich so eine Sache, so eine große Sache sehr ernst nehmen. Ich fand den Film ja cool. Schade, dass du da nicht mitgemacht hast. Ich war damals so schimmerig, weißt du. Ich dachte so, ja, ich gehe da hin, okay, kriege ich das halt. Und ich hatte nicht die richtige Einstellung dafür. Und das hat der Regisseur gemerkt und hat gesagt, ich glaube, du bist noch nicht alt genug, um eine Hauptrolle zu stemmen. Und im Nachhinein, finde ich, muss ich ihm auch recht geben, das stimmte. Okay, dann eine andere Frage. Was ist denn in der Zwischenzeit passiert, dass es bei dir oben Klick-Klack gemacht hat?
ich habe auch schlechte Zeiten gehabt und die haben dann einen Klick gemacht. Und da weiß man die guten Zeiten viel besser zu schätzen. Und vor allem, wenn es dann besser läuft, dann weißt du besser, was du damals falsch gemacht hast. Und dann kannst du es auch verhindern. Deswegen bin ich auch eigentlich dankbar für diese Sachen. Ich bin dann, weil wer kriegt schon zwei Chancen? Ja? Wer, vor allem in so einer Branche wie in der Musik, das ist nicht selbstverständlich. Ist, da? Und vor allem, wenn du dir das dann selber nochmal hoch erkämpft hast, dann weißt du es viel mehr zu schätzen. Und ich glaube, die Leute wissen es auch mehr zu schätzen. Und da ist dann ein ganz anderer Respektslevel da, als wenn du als Jugendlicher irgendwie da reingerätst und es vielleicht zu schnell geht. Das stimmt. So, der nächste Song des Abends steht an, liebe Freunde. Und heute habe ich einen neuen Co-Moderator, Eko, präsentiert und wünscht sich seinen nächsten Live-Song, was auch immer der sein soll. Wir machen mal Türkenslang Straßendeutsch und das Wort, den türkischen Begriff Otuzbircek, den könnt ihr euch jetzt mal anhören, wie den 500 Leute gleichzeitig schreien. Okay. Der Türke Slang, Plan bring mir bei. Hallo, ich will dir, heißt der Lamm, bring mir Chai. Diesen Slang sprechen alle in der Stadt. Nee, Schmoruk steht für Alter, was geht ab? Hot ist der Queen, Tasch ist der Stein. Mit Türsteher denkt den, lass ich nicht rein. Jedes Jahr in der Heimat, was bei Sparschwein klopft. Ein Bastard ist ein Peach und ein Arsch Heißgeld. Von unseren Movies gibt es keine Synchronisation auf Deutsch. Deswegen übersetze ich den Insider-Shit für euch. Militär, die Werte sind getrimmt. Im Bükin zeigen wir Frau Merkel, wer wir sind. Ja, da ist der Schwanz, den du ein paar Mal haben kannst. Geht den Türken an, bleib aber auf Distanz. Sonst gibt's Mortal Kombat, Vollkontakt. Du bist Hamm der Spaß, a.k.a. Sonst doch was, okay, tamam, tamam. Langsam, sonst wird es hier verdammt rasant. Wir haben nichts zu tun, nur mit den Jungs im Viertel hängen. Kochen unsere eigene Tütchen, rede Türkisch-Slang. Unsere Eltern waren Gastarbeiter. Jetzt machen wir den Job hier als Hastarbeiter. Für Deutsche sind wir Türken, für Türken sind wir Deutsche. Deshalb sage ich euch, was die Wörter so bedeuten. Wir werden oft als Asoziale betitelt. Haben unsere eigene Sprache entwickelt. Nenne ich Straßendeutsch oder Türkenslang. Ich mach mehr für die Weltkörperständigung. Ich verfolge weiter munter die Türkenschiene unter die Gürtellinie. Feinste Ware, womit ich der Kundschaft im Viertel diene. Was los, jeder von den Autos will Crack. Ganz wichtig, fix nice. Autos will Crack. Die Models sind weg, uns beschäftigt was. Girl nach Penetration oder Besiktas. Wir sind wie Wilde vom Land, unsere Wimmel sind gebrannt. Den ganzen Tag am Trocken und die Hilfe gibt's vom Amt. In der türkischen Küche gibt es Leckerei. Pizza ist Nordhamus und Wünnisches Blätterteig. Kommt drauf an, was du trinken oder futtern willst. Zujuk ist Knoblauchwurst, Ei, dann ist Buttermilch. Wie der ist Weißbrot, ohne mein Sohnemann. Muss die Drogenkohle holen aus der Wohnung lang. Ayotus, Ögaturz, wer bestimmt den Döner kurz? Elvis, Pilz, bestes Skills, lass erstmal den König durch. Nur für dich war diese kostbare Message. Denn jetzt weißt du, wie die Osmanen sprechen. Wir haben so viel Zeit verschwendet, Zeit, dass ich die Scheiße wende. Lassen Deutsch baden, Kreuz, hiermit ist dein Leib beendet. Unsere Eltern waren Gastarbeiter. Jetzt machen wir den Job hier als Hastarbeiter. Für Deutsche sind wir Türken, für Türken sind wir Deutsche. Deshalb sage ich euch, was die Wörter so bedeuten. Wir werden oft als Asoziale betitelt. Haben unsere eigene Sprache entwickelt. Nenne Straßendeutsch oder Türkenslang. Ich mach mehr für die Völkerverständigung als ihr hier. Unsere Eltern waren Gastarbeiter. Jetzt machen wir den Job hier als Hastarbeiter. Für Deutsche sind wir Türken, für Türken sind wir Deutsche. Deshalb sage ich euch, was die Wörter so bedeuten. Wir werden auch als Asoziale betitelt. Haben unsere eigene Sprache entwickelt. Nenne Straßendeutsch oder Türkenslang. Ich mach mehr für die Völkerverständigung als ihr. Unsere Eltern waren Jetzt machen wir den Job hier als Hastarbeiter. Unsere Eltern waren Hastarbeiter. Jetzt machen wir den Job hier als Hastarbeiter. Und jetzt alle, unsere Eltern waren Hastarbeiter. Jetzt machen wir den Job hier als Hastarbeiter. Unsere Eltern waren Hastarbeiter. Jetzt machen wir den Job hier als Hastarbeiter. Yeah. Sauber. Alter, Hamburg weiß zu rocken. Liebe Freunde, wir haben die Örtlichkeit gewechselt. Wir sind jetzt im wirklichen Backstage. Ja, so sieht's hier aus. Guck mal, das kann man sehen. Hier, super VIP-Ecke. Ja, Kaffee, Tee. Muss ich gestehen, ist alles ganz so simpel strukturiert, ne? Liebe Freunde, also nicht wirklich, dass ihr denkt hier, so, und die Früchte sind auch nicht echt. Das ist alles nur Deko. Bei Eko. Die sind aus Diamanten. Mann, ich dachte, jetzt sagst du was zu meinem Rhyme. Fein. Jein. Klein?
fein. Okay. Nee, okay. Ja, ich dachte, ich probier's mal. Ich habe sogar versucht, weißt du, dass ich versucht habe, Texte zu schreiben? Ja, ich erinnere mich vage daran, dass wir letztes Mal einige Sachen ausprobiert haben. Das hat sich herausgestellt, ich kann es immer noch nicht. Ich glaube, du kannst das besser als einige, die damit ihr Geld verdienen. Dann sollte ich es auch mal wagen und versuchen. Wie viel Zeit verbringt man eigentlich so im Backstage, wenn man auf Tour ist? So wenig wie möglich. Ab dem Moment, wo dann die Türen offen sind, muss man dann natürlich nach hinten, so wie es uns gerade auch passiert ist. Und dann musst du hier harren, bis sie dich rufen kommen. Mal ganz ehrlich, kommt es auch mal vor, dass sie einen vergessen zu rufen? Ich weiß es nicht. Ja, oder einer vergisst seine Stage-Time oder was auch immer. Also es passieren viele Sachen auf Tour. Aber man versucht immer so, die Clique beisammen zu halten. Was sich aber als schwierig erweist. Du bist jetzt mit einer bestimmten Gruppe unterwegs. Ja? Motrip ist dabei oder Sinanji ist dabei. Wie entscheidest du oder was sind deine persönlichen Kriterien, mit wem du eigentlich auf Tour gehst und mit wem nicht? Ich mache ja eher so Oldschool Hip-Hop, realen Hip-Hop. Und bei mir kommt es eher auf die Lyrics an, als auf das, weiß ich nicht. Es gibt welche, die verkaufen eher so ein Lebensgefühl. Manche verkaufen eher so eine bedrohliche Atmosphäre. Und bei mir geht es wirklich um die Lyrics. Und deswegen habe ich einen Partner gesucht, wo das auch ähnlich ist und der dann zu mir passt. Und deswegen kam mir da Motrip in den Sinn. Und der ist eigentlich auch schon ein Main-Event-Guy. Aber er hat halt erst ein Album, ich habe irgendwie 10 oder so. Und dann haben wir gesagt, ja okay, komm, dann mache ich den Main-Event. Und ich glaube, der ist auch damit vollkommen cool gewesen. Und er ist ein Live-Tier. Also gestern, ich war auch überrascht, habe ich ihn das erste Mal dann tatsächlich erlebt. Und dachte, wow, cool, hast einen krassen Act mit am Start. Wie sehr kommt man sich aber nah? Also sagen wir mal so, Musiker arbeiten miteinander, sie kommunizieren miteinander. Aber dann auf Tour ist ja nochmal so ein anderes Ding. Man wird dann sowas wie zu einer Familie, sage ich. Ja? Gibt es da auch schon ein bisschen so Zickenalarm? So zickt man sich manchmal auch, ey Digga, ja, ey, lass mich mal echt mal in Ruhe. Ja, gibt's auch. Der Sinan kann da, glaube ich, ein Liedchen von singen. Der ist ein sehr aufgewecktes Kerlchen, um es mal so zu formulieren. Und ab und zu sorgt er für die beste Stimmung überhaupt. Ist auch irgendwie sowas wie das, ich will nicht sagen Maskottchen, aber er ist so wie die Stimmungskanone bei uns. Und manchmal schwingt das auch über, dass es anstrengend wird. Dann sage ich ihm immer, ey Bruder, bitte nicht jetzt. Und ich glaube, der weiß aber auch, wie ich das meine und ist ein ganz lieber Kerl. Ja, es gibt halt, jeder hat so seinen Job, ja, und er ist so die Stimmungskanone, was ihr auch live sehen werdet. Also der hat eine unglaubliche Art, mit dem Publikum in Verbindung zu treten. Den kannst du überall, also auch im normalen Leben, den kannst du an jeder Straßenecke rauslassen. Wenn du dann 15 Minuten wiederkommst oder in 2-3 Stunden, dann hat er da schon Freunde gefunden und chillt da irgendwo mit Leuten, weißt du? Das ist ein sehr sozialer Mensch, was das betrifft. Und das kommt auch rüber auf der Bühne, wenn er auf der Bühne steht. Und ja, es ist auf jeden Fall eine Entertainment-Kanone. Bist du dann damit automatisch der Vater der Familie? Ein bisschen vielleicht, aber ich versuche es nicht so sehr zu sein. Ich bin jetzt ja nicht alt oder so, ich will schon lieber bei den Jungs mit dabei sein. Ich wälze das dann ab auf den Tourmanager. Und wenn ich irgendwas habe, kann ich dem das dann sagen und dann kann der das den Leuten dann sagen. Ist dann halt so. Hat man überhaupt die Möglichkeit, wenn man auf Tour ist, auch sich auch mal komplett zurückzuziehen? Wo man auch mal komplett für sich zu sein, innezuhalten, um dann vielleicht auch sich auf das Konzert zu fokussieren, auf diesen Moment zu fokussieren? Ja, in einem sehr begrenzten Raum, in deiner Schlafkajüte. So. Da kannst du deinen kleinen Vorhang zuziehen und dann bist du eigentlich für dich alleine, du hörst aber die anderen noch im Hintergrund. Aber ja, das ist so das Privateste, was du kriegen kannst. Dafür nimmst du deine Kopfhörer. Ah. Kling! Einen, oh, Saul. So, wenn du an die Kopfhörer hast, dann hörst du ja wahrscheinlich nicht mehr. Ich habe gehört, die sollen ja so gut sein. Entschuldigung. Ja, habe ich auch gehört. Also, nebenbei mal, wo sind die eigentlich? Gibt's hier Merchandising? Ja, die gibt's beim Merch. Wir haben jetzt auch In-Ears rausgebracht, das heißt etwas kleinere. Und die kriegen sehr gute Kritiken von unabhängigen Seiten. Das heißt, die sind nicht von mir bestochen worden. Nicht ADAC-like.
Genau, nicht ADAC-like, aber das kann man sich googeln. Da gibt es einige Technikseiten, die ganz gute Kritiken gegeben haben, die vielleicht gar nicht mal wissen, wer ich bin, wo das eher um diese technische Seite des Kopfhörers ging. Und ja, ich bin stolz darauf, so der Erste aus Deutschland gewesen zu sein, der das machen durfte. Und ich kann jedem empfehlen, da mal auszuprobieren. Weil ich glaube, bei Kopfhörern kann man lange reden. Es ist ja keine Musik oder so etwas, was man beschreiben kann. Es ist ein technisches Gerät und das solltet ihr mal ausprobieren. Ja. Liebe Freunde, ihr wisst, wo ihr mich gleich findet. Ich habe auch gesehen, davon gibt es, glaube ich, viele Farben, richtig? Ja, wir haben dabei aber nur zwei. Verdammt. Welche denn? Schwarz und Gold. Was würde wohl Bedo holen? Gold. Of course, Mann. Bling, bling muss es machen. So, liebe Freunde, jetzt kommt die Werbung und danach kommen die Kopfhörer. Ich muss mal bestellen. Einmal Gold, bitte.